Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, sehr geehrte Damen und Herren, dies sind bewegte Zeiten und wir stehen vor großen Herausforderungen. Eine große Herausforderung folgt der nächsten. Klimakrise, Pandemie und jetzt kommen mit dem russischen Angriffskrieg auch noch Energie- und Wirtschaftskrise hinzu. Die ganze Unruhe und vermeintliche Ungewissheit kann manchen überfordern und Gefühle wie Wut, Hilflosigkeit, Gleichgültigkeit kommen auf. Eventuell sogar die Einstellung, nach mir die Sinnflut. Was nach mir kommt, ist mir egal. Gegen genau diese Einstellung wehre ich mich vehement. Wir wehren uns vehement. Wir setzen dem durchdachte und ambitionierte Maßnahmen und Aktionen entgegen. Und das sowohl auf Bundes- und auf Landesebene. Wir setzen ein Licht am Ende des Tunnels. Wir lassen niemanden alleine. Bei all dem Optimismus wäre es aber falsch zu behaupten, dass das die dritte Entlastungspaket die Allgemeinantwort wäre. Das ist es nicht. Klar muss sein, dass wir das nur zusammen schaffen und dass es Veränderungen und Einschränkungen geben wird. Und um ehrlich zu sein, ich bin die populistischen Aufschreie satt, die einem vorgaukeln, es gäbe doch eine einfache Lösung. Wer das glaubt, hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Und zum Glück wissen das auch die Mehrzahl der Saarländerinnen und Saarländer. Auf Einschränkungen müssen wir uns einlassen, keine Frage. Es macht aber einen großen Unterschied, in welchen Bereichen und in welchem Maße wir uns einschränken müssen. Wir als SPD-Landtagsfraktion setzen uns dafür ein, dass sich kein Saarländer und keine Saarländerin zwischen Kochen und Heizen entscheiden muss. Wir werden die sozialen Härten abfedern und gemeinsam durch den Winter kommen. Dafür setzen wir uns auf Landes- und Bundesebene ein. Und dafür braucht es die sozialdemokratische Handschrift, damit schlichtweg das bescheidene Leben für jedermann und jede Frau möglich sein muss. Als ich mir das dritte Entlastungspaket angeschaut habe, war mir auch genau das wichtig. Es muss möglich sein, den Alltag zu bestreiten und es müssen Maßnahmen beinhaltet sein, die uns eine Perspektive bieten. Und genau das erfüllt das dritte Entlastungspaket. Denn schaut man sich die Maßnahmen im Detail an, kann man sie in Maßnahmen mit kurz-, mittel- und langfristigen Effekten unterteilen. Das ist ein ganzheitlicher Lösungsansatz. Das ist effektiv. Wir brauchen Lösungen, wie wir unseren Alltag mit nicht unerheblich gestiegenen Lebensmittel-, Spritpreisen, schlichtweg Lebenserhaltungspreisen, Erhaltungskosten bewältigen können. Diese geben uns die Maßnahmen mit kurzfristigem Effekt. Die Einmalzahlungen an RentnerInnen sowie Pensionäre des Bundes in Höhe von 300 Euro sind verankert. Auch die Berücksichtigung der Studierenden und FachschülerInnen wurde nachgeholt. Die am Jahresende zu erwartenden steigenden Abschlagszahlungen machen vielen Sorgen. Und auch dafür finden wir Maßnahmen mit mittelfristigem Effekt im Entlastungspaket. Kindergeld, Kinderzuschlag, das sind Entlastungen, die Familien im Geldbeutel spüren. Und auch für die ArbeitgeberInnen wurden klare Homeoffice-Regelungen vereinbart und auch die Regelung zur Kurzarbeit wurde verlängert. Die Doppelbesteuerung wird 2 Jahre früher abgeschafft als ursprünglich geplant. Dadurch werden die ArbeitnehmerInnen in den Jahren 23 und 24 um insgesamt 5 Milliarden Euro entlastet. Strom- und Gassparen werden verhindert. Gas und Strom kann nicht einfach durch den Versorger abgestellt werden. Und das ist wichtig. Langfristige Maßnahmen, unsere Perspektiven sind zum Beispiel die Erhöhung des Mindestlohns, aber auch die Einführung des Bürgergeldes. Und im Land machen wir einen Aufschlag, was die quartiersbezogene Armutsbekämpfung angeht. Aber hierzu an anderer Stelle gleich mehr. Wir müssen aber auch weiterhin dranbleiben, denn bedauerlicherweise konnte zum Beispiel die Einführung der Kindergrundsicherung mit diesem Paket ja noch nicht eingeführt werden. Aber da lassen wir auch nicht locker. Aber wir als Land haben eine wichtige Aufgabe, die wir nicht weiter verschleppen dürfen. Es gilt, die sozialen Härten abzufedern, Armut zu beseitigen. Das ist sehr wichtig, denn der Armuts- und Reichtumsbericht der Landesregierung hat uns alle alarmiert. In diesem Bericht wurde wieder deutlich, dass es im Saarland eine verfestigte Armut gibt. Vor allem Altersarmut, Frauen- und Kinderarmut. Insbesondere alleinerziehende Frauen sind massiv von Armut betroffen und bedroht. Und das Alarmierendste ist, in diesem Bericht waren die Auswirkungen der Pandemie noch nicht einmal ausgewertet. Ein Ansatz, um verfestigte Armut zu beseitigen, sie aufzudecken, ist die quartiersbezogene Armutsbekämpfung.
Das möchte ich kurz erklären, da mir genau dieser Baustein sehr wichtig ist. Hier werden Modellregionen festgelegt, fachübergreifend werden Entwicklungspläne erarbeitet und formuliert. Anhand dieser Ergebnisse werden die erforderlichen Maßnahmen gezielt und ganzheitlich auf den Weg gebracht. Unser Ziel ist es, Armutsbekämpfung auf Augenhöhe, vor Ort und mit den lokalen Bedürfnissen orientiert. Das packen wir damit an. Und hier möchte ich an dieser Stelle aber auch Minister Magnus Jung dafür danken, dass er in Zusammenarbeit mit dem Beirat zur Armutsbekämpfung bereits schon Maßnahmen erarbeitet hat, um die SaarländerInnen zu schützen und größte sozialen Härten abzumildern. Eben, meine Damen und Herren, habe ich von den Pensionären des Bundes gesprochen, aber auch an die Pensionäre des Landes muss gedacht werden. Wir fordern daher die Einmalzahlung von 300 Euro auch für Sie. Wir fordern die Bundesregierung zudem auf, endlich eine Gesetzesregelung zu schaffen, welche den Einzelhandel verpflichtet, nachhaltiger und solidarischer zu sein und Lebensmittel anstatt in die Tonne doch an die Tafel zu geben. Diese Regelung findet man schon bei unseren Nachbarn in Frankreich und ist meiner Meinung nach längst überfällig. Abschließend möchte ich Folgendes zusammenfassen. Das dritte Entlastungspaket bietet uns SaarländerInnen eine Perspektive. Mit Sofortmaßnahmen, aber auch mit mittel- und langfristigen Maßnahmen wird dafür Sorge getragen, dass, wenn wir verantwortungsbewusst mit den Energiehaushalten umgehen, der Alltag zu stemmen ist und dass es auf lange Sicht einen Ausweg gibt. Bei allen Ungewissheiten, die vorherrschen, darf ich heute hier stehen und selbstbewusst sagen, dass der Bund und die Landesregierung die sozialen Härten abfedert. Wir brauchen ein solidarisches Saarland. Wir sind ein solidarisches Saarland. Und es ist auch klar, dass wir im nächsten Schritt die mittleren und kleinen Unternehmen unterstützen werden. Und ich bin froh, dass Ministerpräsidentin Anke Rehlinger das bereits gefordert hat und im Bund vorantreibt. Danke dafür. Machen wir uns an die Arbeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.